Am frühen Morgen vor Tagesanbruch betritt er den Raum. Mit dem Holz, das er von draußen hereingebracht hat, heizt er den großen Herd in der Küche an, befüllt den Dämpfer mit Kartoffeln und Wasser und stellt ihn auf die Herdplatte. Dann geht er den langen fensterlosen Gang entlang hinüber in den Stall. Die Kühe müssen zweimal am Tag gefüttert und gemolken werden. Maria Lichtl, 63 Jahre, Pfarrersköchin. Wenn's mich fragt, die hat der Teufel geholt. Ja, der Teufel hat's geholt, die ganze Sippschaft. Der Herr Pfarrer glaubt's mir ja nicht, aber stimmen tut's, die Wahrheit ist, und die darf man sagen. Ich hab mich ja sogar selber gesehen. Wie ich von meiner Schwester gekommen bin, die wohnt in Schamau, da geht er das Wegerl weg nach Tannöd. Genau da hab ich ihn gesehen. Am Waldrand ist er gestanden und hat zum Tannerhof hinübergeschaut. Ganz schwarz war er mit Hut und der Feder auf dem Kopf. So schaut noch einer aus und das war er. Der Teufel! Und wie ich mich nochmal umschaue, war er wie vom Erdboden verschluckt. Mich verlässt sein Versteck auf dem Dachboden. Im Haus ist es bereits seit geraumer Zeit ruhig geworden. Vorsichtig schleicht er sich vor zum Zwischenboden der Scheune. Er hält inne. Unter ihm ein Rascheln. Unter ihm im Stadel ist einer. Maria will sie schließen. Da bemerkt sie, wie sich die Tür langsam knarzend immer weiter öffnet. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Steif und starr bleibt sie einfach nur stehen, den Blick auf die Tür gerichtet, bis sie ohne ein Wort, ohne eine einzige Silbe von der Wucht des Schlages zu Boden fällt.